Lenin gehört in Deutschland nicht auf ein Denkmal gehoben. Lenin steht für ein politisches System der Unterdrückung und Unfreiheit, das unseren Maßstäben wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie diametral entgegensteht. Lenin steht für eine menschenverachtende Politik. Er hat seine Gegner skrupellos aus dem Weg räumen lassen und ganze Schichten der Bevölkerung, die Bauern, ihrer Existenz beraubt und so in den sicheren Tod getrieben. Lenin steht für die Errichtung einer Geheimpolizei, die nur dem Ziel dient, die Macht der Einheitspartei zu sichern. Was daraus wird, kann man hier in Berlin-Hohenschönhausen in der Gedenkstätte lebhaft erkennen. Das ist das Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit der DDR, das nach sowjetischem Modell aufgebaut worden ist. Und deshalb kein Lenin-Denkmal in Deutschland.